Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Rennen Formel 1 2020 in der Online-Karriere zusammen mit Micha und Mike. Hallihallo. So, wir haben immer noch zum Glück keinen Regen, das ist das vierte Rennen der Saison. Wir sind in China und ja, für Mike läuft's gut, für Micha und mir, naja, in unserem Renault und im Alpha Tauri geht so. Schaut auf jeden Fall in der Infokarte ab, um da mehr zu erfahren und da die anderen Kanäle natürlich auch abzuchecken, was bei denen im Rennen passiert. China auf jeden Fall eine Strecke, da male ich mir Punkte aus. Ist eigentlich eine Strecke, die mag ich. Ja, geht so. Und deswegen bin ich gespannt. Ich werde natürlich wieder das ganze Qualifying ausnutzen und mich versuchen, so weit wie möglich zu qualifizieren. So weit wie möglich vorne natürlich zu qualifizieren. Ich bin auch super heiß und super gespannt. Also ja, letztes Rennen lief zum Ende hin dann doch noch okay. Also das Ding ist, ich war eigentlich nicht schlecht dabei, wie immer, und das freut mich natürlich auch sehr. Hab dann aber trotzdem plötzlich Probleme bekommen, indem ich mir einen Reifen platt gefahren habe, zum ersten Mal tatsächlich. Hoffe ich natürlich nicht, dass es mir heute passiert, aber ich habe dann trotzdem noch gut Punkte bekommen. Heute hoffe ich mir aber trotzdem noch mehr eigentlich. Ne? Sind eure Ziele so? Mein Ziel ist mal, ein Rennen natürlich zu beenden. Stimmt, du hast noch gar nicht. Ich bin jetzt auch schon auf der Strecke. Ich muss ein bisschen Abstand zu Young gewinnen. Ja. Und natürlich ein ordentliches Rennen hinzulegen. Also schon ja, Punkte. Mein Ziel ist natürlich auch definitiv ja, Punkte. Ja, ja. Mich auch. Ja, super. Würde ich euch auf jeden Fall gönnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht können wir uns ja sogar ein bisschen unterstützen. Mal gucken, je nachdem, wie das Rennen läuft. Auf jeden Fall ist es ist so eine Strecke, ich mag die jetzt nicht unbedingt, aber sie ist auch nicht hässlich oder so, also die kann man schon gut fahren, also. Ja, ich kenne die Strecke, klar, ich bin die früher mal gefahren, aber wie gesagt, ich glaube 3-4 Jahre jetzt nicht mehr. Bin mal gespannt, was da hängen geblieben ist und wie wir uns da mal durchboxen werden. Ich bin ja tatsächlich auch schon auf der Strecke, das ist ja eine Seltenheit. Aber ich bin direkt vor euch quasi. Du bist vor uns sogar. Ja. Ja, ich bin der hier gerade um diese Kurve gefahren ist und jetzt auf Startziel quasi raus. Diese Kurve. Ja, die, wo du gerade rausgefahren bist. Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, dass ich. Naja, ich weiß nicht. Die letzten zwei Rennen habe ich mich nicht so gut qualifiziert. Das geht auf jeden Fall besser, deswegen will ich jetzt und auch los probieren. Geht es jetzt. Oh, ich bin richtig scheiße jetzt hier auf meiner schnellen Runde. Habe ich richtig viele Autos vor mir. Die sind gerade rausgefahren. Oh, ist das hässlich. Ja, siehst du gut, dass ich vor dir war. In der Steckenkurve ist das richtig hässlich. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, die machen mir Platz. Komm, Russell, mach jetzt nicht den hier, ey. Scheiße. Aktion ist Müll, aber ich bin dran vorbei. ABS ist Müll, also aus. Ja, gleich sowieso lila Zeit von Mike. Mal schauen, bin ich gespannt. Ja, ich habe jetzt auch Autos vor mir, das macht das Ganze nicht leichter. Noch haben sie Abstand, aber ich hole auf. Das heißt, für mich zumindest, ich fahre nicht ganz so langsam. Also mit ABS aus fahre ich, glaube ich, keine lila Zeit mehr. Ich bin mal gespannt. Also der zweite Sektor war auf jeden Fall nicht lila. Dritter bin ich mal gespannt. Mir war noch nichts lila. Ah, doch. Super, das war die schnellste Runde. Gott sei Dank, ja, ich habe schon ein bisschen. Ich fahre keine lila Zeit, naja, also ich habe sowohl auf Bahrain als auch Vietnam nicht so die geilen Zeiten mit ohne ABS. Okay, mit, Platz 2. Wie gesagt, da wurde ich auch gespannt, aufgehalten. Was wir kriegen. Wir kriegen Platz 6. Das muss noch besser gehen. Mit Platz 2 bin ich natürlich erstmal, wenn es klappen sollte, zufrieden. Das ist ja natürlich ganz logisch bei den Ergebnissen, die bis jetzt eingefahren wurden. Aber ich fahre jetzt erstmal mit den Reifen rein, hole mir neue und
versuche das ein bisschen ohne Verkehr nochmal zu verbessern, weil ich ja doch deutlich blockiert wurde. Aber man sieht auch an dem, wie ich natürlich auch auf der Strecke fahre, ist natürlich keine Leistung zu dem, was ich in den vorigen Formel 1 Teilen gemacht habe. Wie gesagt, ich hänge einfach meiner eigenen Leistung total hinterher. Also ganz ehrlich, dieses Spiel geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. 5 Plätze Gridstrafe. Yes! Ist das lächerlich. Warum das? Ja, weil Vettel hinter mir in seiner Outlap ist und mich nicht überholt. Und ich ihn unerlaubt blockiere angeblich. Aber ich lasse ihn vorbei, aber er überholt mich nicht, weil er in seiner Outlap logischerweise ist. Vor allem ärgerlich mit dem Gedanken, dass ich sage, hey, auf Platz 5 bin ich gestartet, als ich hier in Vietnam gefahren bin. Und jetzt fahre ich hier auch so eine Scheiße. Rennstrategie, rot-weiß. Jetzt ist wichtig, jetzt geht's hier um alles. Als ob ich rot-weiß fahre, oder? Also ich finde cool, dass, also, just wirklich, also mir wird rot-weiß zum Beispiel gar nicht vorgeschlagen. Also es gibt echt unterschiedliche Strategien. Mir auch nicht. Also dieser hier und ja, gehen dann jetzt. Ja, ich fahre hier. Ich fahre auf jeden Fall das hier. Und sind bereit. Ich fahre rot, rot, rot. Aber ich habe komische Strategien auf jeden Fall. Ich finde die gar nicht geil, alle nicht. Dass du überhaupt so weit vorne bist, wie hast du das eigentlich gemacht? Du hackst? Sagt was zu mir und hackt selber. Kann halt. Ich kann halt. China. Ich meine, in Australien war ich ja. Wobei, nee, Australien nicht, aber in Bahrain war ich ja auch im Qualifying weit vorne. In Bahrain, ne? Also. Und hier halt auch, aber. Ja, bin mal gespannt. Ja, dann viel Glück euch. Ja, euch auch. Und dann schauen wir mal, was das wird. Vielleicht mal ein paar Punkte für euch auch. Ja, ich hoffe, dass ich wirklich mal in die Punkte komme und wirklich auch. Du bist jetzt auf 7 geblieben, ne, Micha? Ja. Dann bist du ja direkt hinter mir. Oder neben mir. Ich bin direkt neben dir. Das wird lustig. Mhm. Vor allem, weil ich nicht so gut. Ich starte nicht. Hinter mir. Ich starte nicht so gut, Micha übrigens. Das heißt, du. Zwischen den Ferraris. Das heißt, du wirst mich ein bisschen überholen. Und dann bin ich aber trotzdem schneller wieder und dann ramme ich dich weg. Gut. Schön, dass wir alles im Vorhinein besprochen haben. Ja, alles klar, let's go. Boah. Ich starte gar nicht. Ich bin saugut gestartet. So gut bin ich noch nie gestartet. Ja, ich bin neben dir. Pass auf! Was? Was soll ich? Alter, war das knapp. Meine Verwarnung. Ist orange. Kollision verursacht. Ich bin jetzt stehen geblieben. Ich bin sau weit hinten jetzt. Ich auch. Ja, ich bin ein Platz besser geworden. Ja, weil ich weg bin. Aufgegeben. Ja. Oh Gott. Vielleicht gleich doch nicht mehr. Mein Auto ist kaputt. Ich hab's gesehen. Ich raste aus. Okay, das Safety Car. Schon wieder einen Platten, wodurch ich in das Auto vor mir rein. Alter, es ist so lächerlich. Und Mike hat sich einfach nach vorne gedrängelt. Nee, hab ich nicht. Ich muss Neues vorbeilassen. Ich fahr über Teile drüber. Mein Auto hat einen Platten. Ich kann nicht mehr bremsen. Rutsche in das Auto rein und kaputt. Kannst du mal aufhören, mich während des Safety Cars zu überholen? Du warst doch hinter mir. Ja, noch bevor das Delta kam. Ich mach das ganz clever. Ja. Ey, der Start also war so verrückt ohne Müll. Ja. Das war so komisch. Das weiß man noch nie. Und ja, schaut bei den anderen in der Infokarte vorbei. Ich hatte eigentlich getippt, dass ich hier am ersten Aufnahmetag. Warte, wollte, kannst du nochmal ein Replay machen? Das China kann ich halt. Da hole ich 6 Punkte. Und ich hatte getippt, 2 Punkte insgesamt hole und ich habe 0 Punkte. Morgen wird es auch nicht besser, weil da kommt die nächsten Rennen werden dann. Morgen? Niederlande kommt jetzt, dann. Weiß gar nicht, also Monaco kommt auf jeden Fall auch noch. Ja, ich glaube, kommt auch morgen, ja. Naja, Spanien, oder? Ich weiß es nicht. Stimmt, Spanien, ja, okay, dann werden es morgen auch 0 Punkte sein. Traurig, aber ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Leute, haut rein. Ciao. 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 Also, wie gesagt, so einen Start habe ich noch nie gesehen. Das war richtig, richtig komisch. Ich bin saugut gestartet, war fast neben Jan. Oder ich war eigentlich schon neben Jan. Aber dann musste ich voll abbremsen, weil ihr überhaupt keinen Platz gelassen habt. Und dann bin ich voll nach hinten zurückgefallen.
Und dann kam ja schon Safety Car, also das war ein Hin und Her, also ganz, ganz komisch. Aber ich find's cool, dass ich mit Micha jetzt direkt hintereinander quasi bin. Also ich bin zwar vor dir, aber... Also ich bin von Platz 2 auf Platz 5 gekommen, wurde mein Frontflügel, als sie mich überholt haben, abgefahren. Und dann bin ich über meinen eigenen Frontflügel drüber gefahren, mein Reifen ist geplatzt und ich konnte nicht mehr bremsen. Wie oft das einfach passiert? Mir ist es jetzt zum ersten Mal auch passiert, das war auch lustig zu sehen mal, wie das ist, aber wie oft dir das passiert, finde ich halt schon krass. Mir passiert das in jedem Rennen. Ja. LOL, der ist ja neben mir. Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Dass der Affe plötzlich neben mir ist. Wow, fuck! Albon, du Hund! Wie knapp das schon wieder war! Der macht einfach das ganze Rennen kaputt! Alter! Ja, was war das denn jetzt? Ja, der hat mich auch. Ne? Hast du es gesehen? Nee. Also Leute, das ist ja heftig. In die Kommentare, wie gut meine Reaktionszeit damit war. Alter, ich bin fast gestorben gerade. Ich muss unbedingt an Albon vorbei. Aber der macht so dicht, das ist krank. Das ist echt krank, was der Typ macht. Der fährt so krass unfair. Was heißt unfair, aber so hart einfach. Also nach hinten hast du Platz, ich halte die ordentlich auf. Das ist sehr schön, finde ich echt richtig, richtig gut. Ich muss nur noch an scheiß Albon vorbei. Aber ist halt so ein Spaß. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Das ist richtig hässlich, der Typ. Fuck, mein Flügel geht auf. Fick dich. Total, ja. Toll. Weit raus. Warum fährt er nicht an die Box? Hurensohn, echt. Mich hat er auf jeden Fall gerade richtig krass Probleme. Ja, aber er hält die trotzdem auf. Richtig krass hinter ihm. Naja, das schon. Das bringt mir gerade richtig viel. Vor allem für den vermeintlichen doch nicht Undercut. Meinst du packst noch eine Runde, Micha? Weiß ich nicht. Nee, die überholen ihn. Bist du ja. Nee. Ach, fick drauf, ich fahr noch eine. Alter, ein Alpha Tauri jetzt auf Platz 2 und ich bin's nicht. 55% sagst du jetzt noch gut? So, damit haben wir Alpha Tauri überholt, sind jetzt auf Platz 2, kleines Update zu mir, ich fahre eigentlich ganz gut hier meine Runden und ja, ich bin auf gelben Reifen unterwegs, mit denen ich eigentlich vorhabe ins Ziel zu fahren, also spare ich mir sogar einen Boxenstopp, das heißt, ich bin in einer sehr, sehr guten Position aktuell, von daher läuft bei mir. Also ich muss jetzt doch nochmal in die Box. Oh, scheiße. Mein Frontflügel ist nicht so, dass ich jetzt damit... Das war übrigens sehr schön gemacht, muss ich mich mal selbst loben. Ziemlich, ziemlich gut gefahren. Und dementsprechend jetzt auf der Pole und sogar auf einer guten Runde. Bestzeit und so. Könnte sogar klappen. Wäre eigentlich wichtig, da nochmal was rauszuhauen. Jawohl, ist sehr schön. Jawohl. Ja, Leute. Also, bei mir lief super... Ganz, ganz klar. Aber das liegt auch an Strategie und so. Ich bin ein Boxenstopp weniger gefahren. Und dann ist das für mich das Rennen gewesen, China. Platz 1, 26 Punkte. Und wir schauen auf jeden Fall Micha nochmal zu, denn der kann hier nochmal Punkte erreichen. Ja, du bist mal durchgefahren. Das ist auf jeden Fall nice. Und ich bin ja der Letzte, der hier noch fährt, also kann ich auch selber noch abprobieren. So. Treppchen hat Mike erreicht und ja, wir sind Elfter geworden. Es war ganz, ganz knapp. Schade, schade.
Ihr schaut jetzt bei den anderen noch vorbei, wie da das Rennen gelaufen ist. Und dann habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Man sieht sich. Ciao und tschüss. Euer Michael. Bis dann. Bye bye. Ciao, ciao. Oh, ein Pokal habe ich wieder gekriegt. Oh. Den zweiten Pokal habe ich jetzt schon.